Jetzt aufnehmen, Leute. Sehr cool. Wir haben heute mal einen neuen Gast hier bei uns im Talk. Das ist der Björn Kafka von Way to Win. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung ich mal zeigen muss, weil die Bilder später anders angeordnet sind von Skype. Björn ist am Start und wir haben unseren Ralf Kaiser, wunderschöner Nachname, am Start. Hatten wir eben ein bisschen zugesprochen im Vorgespräch. Ralf hieß früher mal ganz anders, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Danke an meine Ralf, wie Frau. geht's dir? Danke, mir geht's gut. Gut. Nordbayern, schönes Wetter, Ja. bisschen frisch, aber es zieht wieder an. Gut. Es wird wieder wärmer. Okay. Läuft. Das heißt, wenn es frisch ist, müssen sich die Leute auf Swift ein bisschen Angst machen, dass du wieder dort umtriebig wirst. Na, freilich. Ich versuche Ja. möglichst viele Leute um mich zu scharen und am Ende den Sprint zu gewinnen. Also so ist das nun mal. Ja, weiß nicht, ob Björn, aber Ralf ist schon echt ein Tier mittlerweile geworden. Okay, darum soll es nicht gehen. Ja, und Björn Kafka von Way to Win. Björn, du hast vorhin gesagt, du bist nicht so ganz gut im Selbstvorstellen. Dann lass mich dir doch einfach mal die Frage stellen, wer bist du und was machst du? Ich leite bei Way to Win, das ist ein Diagnostik- und Trainingszentrum in München, das Training und habe auch das Bikefitting hier entwickelt, wo wir jetzt auch zwei Bikefitter haben, die das vor allem machen, ich natürlich auch noch. Und ich war früher beim Bike-Magazin lange Zeit Redakteur dort. Hatte dann eine andere Firma, die viele auch noch kennen unter meinem Nachnamen, die auch sehr erfolgreich war. Dann hatte ich ein Jahr lang Auszeit und bin jetzt mit einer meiner alten Angestellten zu dieser Firma dann gekommen. Die Lea Feder ist jetzt Geschäftsführerin, mit der mache ich das zusammen. Ja. Und genau, jetzt haben wir einen schönen Laden im Süden von München. Und Ja. trainieren und fitten und machen Diagnostiken, das ganze Ja. Programm großer Blumenstrauß. Ja, ich hatte gestern den Artikel gesehen bei Radsport News. Da hat die Lea das Thema des Online-Bike-Fittings schon vorgestellt. Das ist auch so unser Hauptgesprächsthema heute, Leute. Also Way to Win hat da ja eine Möglichkeit, wie ihr mit Online-Maßnahmen, sage ich jetzt mal, den richtigen Sitz für euch, den richtigen Fit für euch auf dem Rad finden könnt. Darüber reden wir vielleicht später. Und Ralf, nochmal zur Konstellation. Und Ralf ist bei uns im erweiterten Trainerteam um den Philipp herum derjenige, der sich am meisten mit dem Thema Bikefitting selbst beschäftigt. Und entsprechend kann der Ralf vielleicht gleich mal die eine oder andere Frage stellen, weil ich persönlich mache da keinen Hehl draus. Ich kenne mich nicht so sehr mit Bikefitting aus. Genau. Gut. War es das schon Ja, oder? reicht. Sprachlos? Mehr brauche ich nicht. Ja, Ralf, hast du vielleicht mal eine Frage direkt mal an den Björn? Ja, klar. Als allererstes, ich bin angehender Physiotherapeut. Ich bin natürlich ein absoluter Fan von Hands-on. Das heißt, auch was das Thema Bike-Fitting angeht. Und deswegen würde mich jetzt brennend interessieren, wie ihr bei Way to Win jetzt dann da vorgeht, wie ihr an die Informationen kommt, die ihr braucht und was ihr dann daraus ableiten könnt. Also das interessiert mich brennend. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, sowas funktioniert nur, wenn man schon mal am echten Menschen gearbeitet hat. Ist ja nicht so, dass wir uns jetzt ein paar Bilder anschauen und sagen, okay, wir ziehen hier jetzt ein paar Linien rein und sagen so, das ist jetzt das Fitting, sondern die Vorgeschichte ist natürlich, dass wir schon viele Jahre Bikefitting machen, sehr erfolgreich, auch ich schon vor Way to Win Sachen gemacht habe. Wir arbeiten hier mit dem Gebiomais-System. Das heißt, wir überprüfen die Drücke auf dem Sattel und auf den Füßen, können darüber relativ viele Ableitungen machen. Bevor wir überhaupt ein Fitting machen, schauen wir uns natürlich an, wie ist der Sportler so grundsätzlich drauf? Wie sind seine athletischen Fähigkeiten? Das machen wir über einen FMS-Test, weil der ist validiert. Den kann auch jeder auch nochmal lernen, weil wir können natürlich hier nicht immer nur Physiotherapeuten einstellen. Ich habe das, Björn, kannst du ja. dem Zuschauer, der vielleicht nicht ganz mit den Begriffen firm ist, FMS, was heißt das genau? FMS ist der Functional Movement Screen. Das sind einige relativ simple Übungen, mit denen ich abteste, wie ist die Beweglichkeit, wie ist die Rumpfstabilität und ähnliches, ja.
Und anhand dieser Daten, die ich dort erhebe, also wie beweglich ist jemand, wie stabil ist jemand, kann ich schon relativ gut Rückschlüsse ziehen, wie sitzt derjenige auf dem Rad, wo ist das Limit. Ja? Dazu gibt es dann natürlich auch noch ein, zwei kleine andere Tests, die wir auf der Physio-Liege machen, die andere Bike-Fitting-Systeme auch machen, wie Rethyl oder sowas oder BG-Fit, ja? Die haben sowas auch, weil wir müssen uns ja eins vorstellen. Wir versuchen ja etwas Organisches, was in der Regel nicht unbedingt immer symmetrisch ist, auf etwas sehr Symmetrisches zu setzen. Und je mehr ich weiß über jemanden und je mehr Disbalancen ich kenne, desto besser kann ich darauf eingehen. Das ist das Erste. So, jetzt ist natürlich zu sagen, okay, wie übertrage ich das jetzt, wenn ich einen Sportler habe, den ich eigentlich gar nicht sehe, ja, sondern eigentlich nur im Video, ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Muss man ganz ehrlich sagen, klar, wenn hier jemand direkt vor Ort kommt und ich habe hier 4 Stunden Zeit, dann ist das, kann ich natürlich deutlich mehr Daten erheben. Ja, ist ja klar. Und unter Umständen ist, was heißt unter Umständen, die Qualität ist dann auch einfach mit Sicherheit besser. Ja. Wie viel Prozent erreicht ihr denn sozusagen vom echten Bike-Fitting, so Das Pi mal kann man Daumen? noch nicht so sagen. Also wir haben jetzt das Feedback von um die 20 Online-Bike-Fittings. Die sind alle ziemlich begeistert, weil wir natürlich daraus schöpfen, was wir vorher schon mal gemacht haben. Ja? Also du erkennst Bewegungsmuster. Keine Ahnung, wenn du 2000 Menschen gefittet hast, weißt du relativ genau, okay, hier hängt die Hüfte, der sitzt zu hoch, ich ziehe Winkel rein, ich weiß, wie die Beweglichkeit aussieht. Dann natürlich testen wir das Material und so weiter. Ja? Also man muss sich das vorstellen. Wenn man so ein Online-Bike-Fitting macht, dann kriegt der Kunde erstmal einen Fahrplan zugeschickt, was er machen soll. Ja? Er macht uns erstmal Fotos vom Material. Das heißt, wir gucken uns den Sattel an. Ja? Also es ist nicht selten, dass der Sattel A durchhängt, B schief ist. Wenn ein Rail schief hängt, ja, also wenn der Sattel praktisch nicht mehr gerade ist, sondern so macht, dann hängt die Hüfte auch schief. Und dann habe ich auf einmal Knieschmerzen. Das sehen die Leute nicht oft. Ja, also das fällt denen gar nicht auf, dass der Sattel eventuell schief montiert ist. Das ist das Erste, was wir schauen. Dann schauen wir uns die Cleats an. Dann schauen wir uns an, wie groß ist der Schuh eigentlich? Ja, also ganz simpel, Fuß auf Schuhsohle drauf. Ja, also aus dieser Einlegesohle. Und dann stellen wir auch fest, eigentlich ist der Schuh zu klein. Das ist ein relativ bekanntes Phänomen. Dann messen wir den Sitzknochenabstand mit einer Sitzpappe. Das funktioniert relativ gut und simpel. Und da stellen wir ja dann auch oft fest, dass die Leute 10 cm Sitzknochenabstand haben. Aber 14 cm Sattel. 7 cm Sattel. Genau, Und das ist ja größere Ohr. klar, jede Kraft entwickelt eine Gegenkraft. Wenn ich kräftig mit rechts reintrete, muss mein linker Sitzknochen auffangen. Wenn er das nicht tut, rutsche ich rüber. Ja. Das sind so die Kernprobleme. Und wir arbeiten dann Stück für Stück diese Liste ab. Ja, der Kunde macht uns Fotos, schreibt erstmal generell, ich habe das und das Problem, tut das Knie rechts weh und so weiter. Dann schauen wir uns den Sattel an, wir schauen uns den Vorbau an, wir schauen uns die Sitzhöhe an, das können wir wirklich über Winkel machen. Wir machen Videos von hinten, von vorne, von der Seite. Wir sehen Rotation im Becken oder ähnliches und wissen dann, okay, der Sportler sitzt A zu hoch, beobachten wir oft. B, der Sattel ist zu schmal. C, wir haben vielleicht ein Problem in der Rumpfstabilität und dann gibt es auch noch mal ein paar kleine Übungen von uns dann zur Rumpfstabilität. Also wir versuchen eigentlich alles das, was wir visuell eigentlich im Fitting machen können, zu transportieren. Ja. Und dann. Jetzt hast du eben gesagt, ein Video, aber der Endkunde, der macht doch jetzt wahrscheinlich kein Video, das er euch irgendwie übermittelt, oder? Doch, Doch? ja. Der Endkunde schickt uns Fotos von seinem Sattel zu, in verschiedenen Positionen. Er schickt uns Fotos zu von seinem Fuß auf der Sohle und er macht Videos nach genauer Anleitung. Wir können das ja gerne auch reinstellen, wie so ein Ablaufplan ist. Wir machen dazu einen Blog-Post auf Speedwill. Ich finde das Thema auch spannend, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona. Und ja, man kann nicht mehr so frei raus wie vorher. Und dann hauen wir das da in den Text mit rein. Und das war ja letztendlich die Intention, ja. Also wie können wir eigentlich das Wissen, das ja hier ist, an die breite Masse bringen, ohne dass diese Person dann zu uns kommt, ja. Und da kann man schon relativ viel rauslesen. Natürlich nicht das, was wir hier vor Ort mit dem ganzen Messequipment machen könnten. Aber du kannst Leute, die
Probleme haben, Schmerzen haben und eigentlich gar nicht Bescheid wissen, was sie eigentlich tun sollen. Und dann mal jemanden drüber schauen lassen, ist schon ganz gut. Das ist für mich der wichtigste Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Probleme haben, die Schmerzen haben. Was sind denn so die gängigen, die typischen Probleme, die jemand hat, wenn das Rad nicht vernünftig eingestellt ist? Sind es die Klassiker, Rückenschmerzen, Füße taub und so weiter? Ja. Also wir haben, lustig ist, wie sensibel oder wie sensibilisiert sind Radsportler generell. Mhm. Ja, also ich erlebe es nicht selten, dass wir jemanden hier haben und ich lege eine Druckmessfolie drauf und diese Person hat unglaublichen Druck im Genitalbereich. Mhm. Dann sage ich, du schläfst da nicht mal öfters was ein? Dann sagt er, ja, klar, das gehört nützt ja dazu. Genau, nützt ja nichts. Allein dieser Transfer zu sagen, Radsport muss ja nicht wehtun oder Radsport hat auch nichts damit zu tun, dass ich meine Familienplanung eigentlich gar nicht mehr fortführen möchte, weil ich mir schon alles weggequetscht habe. Das ist das Erste. Ja? Also Radsport muss nicht wehtun, gar nicht. Im Gegenteil, es muss irgendwie so sein, dass ich mich darauf wohlfühle. Also einschlafende Genitalien ist ein großes Problem. Hände, eingeschlafene Hände, brennende Füße, schmerzender Rücken, also das sind so die Nackenmuskulatur und. Da kann man den Leuten relativ simple Dinge mal erklären, was kann ich eigentlich tun. Ja? Eingeschlafener Nacken ist so der Klassiker. Ja? Also der Muskel ist eben nicht dazu gebaut, die ganze Zeit so zu machen. Der macht nämlich eigentlich, der kann nur das. Und den Leuten dann mal zu sagen, fahr mal freihändig und mach mal so, damit dieser Muskel mal die Nachricht bekommen, entspann dich mal wieder, weil daran rumzukneten macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Ne? Und das sind eigentlich so die klassischen Probleme. Und dann auf der anderen Seite, und aus diesem Bereich komme ich ja mehr, es geht um Leistungstransfer. Ja? Also, wenn ich kräftig ins Pedal trete, schiebe ich mich A, ein bisschen nach oben, B, muss mein linker Sitzknopf, wenn ich mit rechts trete, die Energie auffangen. Was nützt das beste Bike-Fitting, wenn ich die Energie verpuffen lasse. Ja. Es gab so ein schönes Beispiel von der italienischen Nationalmannschaft, Viererverfolgung. Die haben sich am Vorbau mit einem Gürtel festgebunden, damit sie einfach keinen Kraftverlust haben, weil sie sich in den Sattel reingedrückt haben. Das ist natürlich verboten. Ähnliches funktioniert ja auch, wenn du einen Stufensattel hochstellst, also maximaler Krafttransfer bei wenig Kraftverlust. Darüber denken viele gar nicht nach. Ja, weil ich sage, okay, ja, ich mache 350 Watt, aber wie kommt am Ende des Tages bei verlassener Rumpfstabilität, falscher Sitz und so weiter eigentlich an? Ja, das ist das klassische Problem, wenn man viel Kraft in den Beinen hat, aber eigentlich beim Dodge würde man sagen, Riesenmotor, aber das Fahrwerk bringt es nicht auf die Kette. Richtig. Und das ist beim Fahrradfahren letzten Endes das genauso. Du musst den Rumpf dafür verwenden, um deinen Körper auf dem Fahrrad zu verankern, damit die Kraft überhaupt aufs Pedal rübergebracht werden kann. Aber ist ja, ich glaube, so von Endkundenseite her gesprochen, ist das, glaube ich, immer so ein Klassiker. Man investiert viel Geld in Equipment und dann fängt man irgendwo an, so sage ich jetzt mal blöd, zu sparen oder auch gewisse Missstände in Kauf zu nehmen, wie Björn gerade auch gesagt hat, wenn die Nudel quasi einschläft. Oder auch Ernährung und so, ne? Dann haut man sich halt irgendwie, keine Ahnung, 3 Cornys rein, anstatt irgendwie vernünftiges Zeug. Das stellen wir auch hin und wieder schon fest, dass Leute bei manchen, wie ich finde, essentiellen Dingen sparen. Klar, und wenn du ich weiß nicht, wie viele Kilometer du im Jahr fährst, Ralf, aber bei dir werden es 10.000 sein, oder? Ja, so an die 10 bis 15. Und wenn man eine gewisse Ambition hat, und das ist wahrscheinlich auch das Zielpublikum hier, dann ist halt die Frage, ob es nicht Sinn macht, mit wenig Aufwand wahrscheinlich viel rauszuholen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe das jetzt gerade erst erlebt in einem Freundeskreis, da hat sich ein Kollege ein sehr, sehr gutes Fahrrad gekauft, also sehr, sehr viel Geld investiert letzten Endes und war am Ende kurz davor, das Ding wieder wegzugeben, weil ihm halt die Hände eingeschlafen sind, weil er Rückenschmerzen bekommen hat und das linke Knie hat ihm weh getan, also so richtige Klassiker. Letzten Endes habe ich ihn dann auch nochmal ans Fitting, das jetzt nochmal zu unterstreichen, warum das so wichtig ist, verwiesen an einen Bikefitter hier in der Gegend. Mhm. Der hat ihn da nochmal, es ging nur um halbe Zentimeter in der Höhe, es ging nur um einen Zentimeter in der Länge. Letzten Endes und so war plötzlich ein 5.500 Euro Fahrrad jetzt plötzlich dann doch wieder schön und oft fahrenswert. Und
Deswegen, um nochmal die Wichtigkeit für das Fitting letzten Endes nochmal zu unterstreichen. Björn, was ist so euer typischer Kunde? Kann man das so, sind das so der, ist das der typische, sage ich jetzt mal, der, ihr seid in München, so der typische Radmarathon-Teilnehmer oder ist es ein Lizenzsportler? Wo seid ihr stärker verankert? Ja, wir sind relativ breit aufgestellt. Ja. Also es entwickelt sich auch mehr Richtung Breite, sage ich mal. Mhm. Wir kommen ja aus der absoluten Spitze. Wir haben Profisport oder machen Profisport. Ich komme ja voll aus dem Profisport. Es verlagert sich ja immer mehr. Ja. Du kannst ja von der Spitze abbrechen. Ja. Also wir kommen aus dem performance-orientierten Bereich und haben dann festgestellt, okay, wenn jetzt schon jemand sehr, sehr gut sitzt und wir haben optimalen Krafttransfer und der soll irgendwie jeden Tag, was weiß ich, Tour de France fahren, 6 Stunden im Sattel, dann darf der natürlich auch minimal Schmerzen haben, ja. Und das kannst du natürlich runterbrechen. Von daher ist es relativ breit aufgestellt. Aber klar, wir haben natürlich eher aktuell mehr diesen ambitionierten Marathonfahrer, Lizenzfahrer, Profis, so. Das ist so der Bereich. Was sind so ein, zwei Namen, die du mal nennen darfst aus der Straßenprofi-Szene, die man so kennt, die bei euch? Also wenn man jetzt mal schaut, also wenn man mal meinen Namen googelt unter meiner alten Firma, da wird man ein paar finden und sonst in Österreich beim Team Ringhoffen ein paar oder grundsätzlich ein paar Jungs aus Österreich im KT-Bereich, da bin ich ganz gut unterwegs. Mountainbike, Sascha Weber, der auch deutscher Vize-Crossmeister ist. Und auch im Weltcup immer im Cross 4 unterwegs ist. Und das sind so die Namen. Und natürlich so die Mountainbiker, Kaufmann, Lakata, Platt und so weiter. Hat ein Mountainbiker mehr Bedarf am Fitting als ein Straßenradsportler? Nein, beide gleich viel. Okay. Absolut. Cool. Also das ist, da gibt es keine Unterschiede. Schwierig wäre es, wenn das Sportgerät gewechselt wird. Ja. Also nehmen wir mal als Beispiel Sascha Weber, der fährt Cross, der fährt Straße. Und zwar auf einem sehr hohen Level. Ja, und dann fährt er auch noch Mountainbike-Marathon. Und jedes Rad braucht seine eigene Position. Und beim Cross muss das Glied wieder anders eingestellt werden als beim Mountainbike-Marathon. Ja. Und da muss man einfach auch dem Untergrund, sagen wir mal beim Cross, wo ich einen deutlich höheren Zug aufbauen muss, damit ich durch den Matsch komme, muss ich das Glied ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Das sind so all die Feinheiten, die man dann über die Jahre lernt. Und das ist ja auch das, wovon du beim Bikefitter vor allen Dingen profitierst. Ja. Was nützt es, wenn du das beste Messequipment der Welt hast, aber jemanden hast, der das nicht einordnen kann? Oder auch, und das ist jetzt auch der Vorteil, den wir beim Online-Bikefitting haben, man profitiert einfach davon, dass hier drei Menschen sitzen, die das schon viele, viele Jahre machen und mit verschiedensten Systemen gearbeitet haben. Und von diesem Wissen profitiert dann der Kunde, ja. Ja, okay. Ist die Idee des Online-Bike-Fittings wegen Corona gekommen damals oder was war so der Grund? Ja, eigentlich schon, ja. Also es ist ja so, wie oft habe ich irgendwie eine WhatsApp gekriegt von Sportlern, so, sag mal, passt das mit der Höhe? Geht das? Und kann ich da irgendwie was machen? Dann sage ich, ja, so, und dann mach nochmal hier und dann hat es schon gepasst. Und dann kam letztendlich die Lea auf die Idee und sag mal, pass mal auf, wir machen es ganz anders. Jetzt können wir eh keine Leute hier empfangen, lass uns daraus auch ein Modell entwickeln. Und das war ziemlich schnell zusammengefügt, weil wir eigentlich ganz genau wussten, was wir brauchen. Ja? Es lag ja alles nur rum, wir mussten es in eine Form gießen und dann stand nach 3 Tagen eigentlich das komplette Ding. Ja. Okay. Ich war bei der Tour de France 2017 in Düsseldorf und da hatte ich den, wie heißt der, Martin ist früher für Gerolstein gefahren. Nee, Sebastian Lang, oder? Mhm. Und der hat mir so einen geilen Tipp gegeben, wie man die Sattelhöhe, das haben früher scheinbar die Profis so gemacht, indem man sich neben das Bike stellt und dann mit dem Arm so rübergreift. Das heißt, die Achsel ist im Sattel. Ja. Und wenn du dann auf der anderen Seite quasi die Pedale so berühren kannst, dann ist die Höhe richtig. Kennst du das? Nee. Keine Ahnung. Okay, also wenn es bei denen irgendwie schneller Radwechsel etc., dann haben sie schnell den Check gemacht und dann hat es gepasst. Ja, das kann gut sein. Was auch gut funktioniert, ist aufs Rad, Fuß auf die Pedale und dann mal rückwärts treten und dann zu sehen, wie stark rotiert eigentlich die Hüfte nach links und rechts.
Wenn die rotiert, dann weißt du definitiv, ich sitze zu hoch. Wenn sie es und dann den richtigen, diesen Sweet Spot zu finden, wo sie es nicht mehr tut, dann bist du schon mit der Höhe gar nicht schlecht dabei. Ja? Ja. Wobei, das ist nur ein Teil. Ja? Wenn der Sattel nicht passt, dann hast du ein Problem. Ja, dann kannst du die perfekte Höhe haben. Wenn der nicht passt, dann tut es entweder weh. Tut es A weh und der Krafttransfer ist nicht da. War nicht Lance Armstrong der noch zu seinen besten Zeiten mit so einem komischen Junior-Sattel gefahren ist? Der ist, glaube ich, immer noch ein Rolls gefahren, aber Armstrong hatte auch. Ich hatte mal den Fitter von Armstrong getroffen, echt ganz lustige Geschichte. 2007 oder 2008, noch zu meiner Zeit beim Bike-Magazin. Und der sagte dann, der Armstrong hätte furchtbare Rückenschmerzen und deshalb müsse er auch immer so unglaublich aufrecht sitzen, weil ihm fehlt einfach Flexibilität und er hat unglaubliche Rückenschmerzen. Was man auch immer schön gesehen hat, wenn der extremes Hohlkreuz, wenn der laufen war, wenn er dann sein Ende seiner Karriere dann auf Ironman gemacht hat, dann sah man schon, okay, wo das Problem begraben ist. Ja, ja, ist interessant. Mal rein Interesse halber gefragt, wer hat denn für dich so im Profi-Peloton, den man kennt, die schönste Sitzposition? Gibt es da so einen? Bradley Wiggins. Bradley Wiggins? Bradley Wiggins, ja? Absolut. Ja, hervorragend. Das ist so, es gibt so eine schöne Etappe, Tour of California, da führt er das Peloton an, das war 2014. Kann man mal anschauen, da fährt er diesen Berg hoch, 20 Minuten oder sowas, und der Kommentator sagt so schön, man könnte jetzt auch eine Teetasse auf die Schultern von Wiggins stellen und es würde nichts verschüttet werden. Der saß eben wie eine Eins auf dem Rad. Ja, also unglaublich sauber, super effizient, ist der Wahnsinn gewesen. Ja. Ulle war jetzt von der Position auch nicht verkehrt, oder? Definitiv. Bisschen dicker Gang immer, aber... Das war definitiv auch der Zeit geschuldet. Ja, da war 39, 28, 29 das höchste der Gefühle. Ja. Wobei Tour 96 habe ich mal einen alten Ausschnitt gesehen, ganz lustig. Da sagt der Kommentator, schauen Sie sich diesen Ulrich an, mit welch einem kleinen Gang der fährt. Ja, also hohe Frequenz. Und ich dachte nur, ah super, jetzt Ulle wurde jahrelang vorgeworfen, er fährt immer die dicke Mühle. Ja. Ja. Nee, aber definitiv sehr effektiver Fahrer. Ja, Björn, wie Thema Online-Bike-Fitting bei Way to Win, das würden wir den Leuten auch nochmal gerne die Möglichkeit geben, das auszuprobieren. Was müssen wir dazu noch sagen? Oder hast du am Anfang schon im Prinzip das Wesentliche gesagt? Zum Ablauf sieht es eigentlich so aus, man meldet sich das an, man kriegt dann ein PDF zugeschickt, was zu tun ist. Mhm. Also die verschiedenen Bilder machen, die verschiedenen Videos, relativ simpel. Das wird alles zu uns hochgeladen. Mhm. Und dann nach drei Werktagen spätestens kriegt man eine Antwort. Und wir werten die Daten aus. Mhm. Wir sagen, was zu verstellen ist, idealerweise. Wenn wir sehen, okay, der ist zu hoch, wir haben den und den Winkel gemessen, dann solltest du einen Winkel, ein Grad heißt so und so viele Millimeter, gehst du bitte so runter und dann kriegt er ein komplettes Fitting. Und auch Vorschläge, fahr mal die Vorbaulänge. Wir empfehlen dir Sattel XY von der Firma oder Sattel XY von der Firma und so weiter. Ja. Also er kriegt klare Anweisungen. Zur Erwartungshaltung für den Endkunden muss sozusagen die Frau das Bild machen vom Endverbraucher, wie er auf dem Rad sitzt oder wie macht er es selber? Man kann das selber aufstellen. Ja, also das ist jetzt kein Problem. Wenn ich meine Kamera so positioniere, dass ich auf dem Rad sitze, dann kann das gemacht werden. Ja, ach, du meinst per, selbstauslösermäßig? Ja, genau. Einfach Video laufen lassen, zack, gucken wir an. Ja. Okay. Da kann ich auch jemanden filmen, ist gar kein Problem. Mhm. Haben wir auch, also wir haben beides. Ja. Entweder filmen sich die Leute selber oder sie lassen sich filmen. Ja. Ralf? Ist in dem Zusammenhang die Perspektive wichtig? Das heißt, wenn ich alleine bin, steht das Ding ja eher auf dem Boden. Wenn es jemand für mich macht, dann ist es wahrscheinlich eher so Hüft- oder Brusthöhe oder sowas. Es sollte schon, also wir schreiben auch rein, wie weit es weg soll und so weiter. Also es wird schon eine klare Angabe gemacht, wo das Ding stehen sollte. Ja, klar, Perspektive verzerrt. Aber das ist ein ziemlich einfacher Fahrplan, den bis jetzt auch jeder gut befolgen konnte.
Okay, die URL, wo ihr Leute das quasi mal ausprobieren könnt, ist, ich nenne sie jetzt einfach mal, wenn sie sich ändern sollte, dann würden wir das natürlich im Blogpost nochmal editieren. waytowin.eu/online-bikefitting-paket-anleitung. Ist viel zu, wir packen es einfach in die Shownotes rein. Da findet ihr das dann ganz übersichtlich. Kostenpunkt knapp unter 50, oder? Ja, 49? aktuell ja, 49. Genau, sollte sich das ändern, dann ist es der Zeit geschuldet. Ja, hast du noch eine Frage, Ralf? Ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Und ich, du sagtest, du hast ja schon von 20 Leuten Feedback durchweg positiv bekommen. Und ich bin selber gewillt, das mal auszuprobieren. Und Wäre entweder das für eine mich oder Möglichkeit? aber bei mir auch in der Familie, da steht auch gerade im Moment eine Investition an. Ja. Und da wäre das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit mal. Also ich komme da gerne auf dich zurück, Björn. Ich finde das ein Gerne. sehr, sehr interessantes Angebot. Gerne, ja. Das können wir ja dann auch auf Speedwin mal vorstellen, oder? Wie der Ralf, wie das dann gemacht wird. Und das ist jetzt komplett spontan hier gerade die Nummer. Das hatten wir jetzt so nicht besprochen, aber wenn das für den Björn okay wäre, das würde mich auch mal interessieren. Kein Problem. Können wir machen. Ja, Ralf, dann hast du demnächst einen redaktionellen Auftrag. Aber stell ihn Ja. nicht, Björn, stell ihn nicht zu gut ein, damit er uns, damit wir noch ein bisschen Spaß haben und er uns nicht komplett um die Ohren fährt. Ja, man darf das nicht unterschätzen, ja. Also wenn man mal so richtig schnelle Jungs hat, Ja. und sich ich sag mal so, die metabolische Leistung anschaut, also wie viel Watt pro Kilo und wie lange hält er das durch, Laktatbildung und so weiter, dann fragt man sich, Wahnsinn, wie macht er das eigentlich? Ja. Und wenn man die dann beim Bikefitting hat und sieht, dieser Mensch fährt unglaublich effektiv. Ja, die Kraftangriffspunkte auf der Pedalachse, also jetzt mal wirklich von so einem großen Bikefitting, ja. Und ich sehe einfach, der Krafttransfer ist jedes Mal da und das erklärt eben auch, wieso der zweifacher Weltmeister wird oder auch nach 6 Stunden immer noch vorne mit rumfahren kann. Also das ist ein Punkt, der ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Ja, im Laufen ist es immer klar, ja, da ist es die Effizienz, das weiß jeder. Beim Radsport ist die Effizienz so ein bisschen wird stiefmütterlich behandelt, aber wer Ötztaler und Co. fährt und nicht an seine Effizienz denkt, Ja. der verliert am Timmelsjoch mächtig Zeit. Das kenne ich selbst. Und ich habe damals, ich bin 17 in Ötzi gefahren und ich bin einer von den Jungs, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich mache mal kurz den Check, ob der Sattel so Hüftknochen und so berührt. Bastjo. So einer bin ich tatsächlich. Deswegen ärgert mich natürlich gerade, dass ich jetzt hier nicht mehr in München wohne, weil dann wäre ich jetzt sofort bei euch unten. Aber ja, gut. Man muss auch dazu sagen, das macht eine richtig gute Sitzposition, die macht süchtig. Und wenn man sich richtig gut an diese Position gewöhnt hat, dann spürt man nahezu 2 Millimeter. Wenn man dann auf Malle ist und sich ein Leihfahrrad holt und dann nicht ganz auf einen Millimeter kommt oder auf einen Winkel oder sonst irgendwas, dann wird man süchtig von so einer richtig guten Position. Da muss man schon, das hat Suchtpotenzial. Ich sage immer, es gibt Sportler, die merken den Unterschied von einem Blatt Papier und das ist wirklich messbar. Vor allen Dingen, wenn du meistens immer nur auf einem Rad unterwegs bist, relativ eingeschossen auf eine Position. Die wechseln nur die Schuhplatten und die kommen hier an und wollen bitte nochmal genau so, wie es war, weil die einfach sich so eingeschossen haben auf diese Position. Es gibt ja diesen schönen Ausdruck von Mikro- und Makroabsorber. Und Menschen, da reißt sie am Sattel 5 mm rauf und runter, da passiert gar nichts, interessiert die nicht. Und dann gibt es Menschen, die natürlich auch viel fahren und meistens auf einem Rad, die merken unterschiedliche Radhosen. Ja, wie happy bist du, Björn, mit den Aero-Cockpit, der Hersteller? Ja, Geht so. der Spielraum wird geringer, ne? Ja, da muss ich sagen, verstehe ich nicht. Auch aus Endverbrauchersicht. Es gibt einen Versender, der fällt mir jetzt gerade ein, der ist sehr vorne mit dabei bei den Aero-Cockpits. Da muss ich doch als Endverbraucher, als Fahrer, das Ding mal richtig, richtig testen, weil da hast du nachher keine Möglichkeiten mehr, oder?
Oder ja. sehr unbequeme Möglichkeiten mit Rückversand ja. und Neuversand und. Genau. Das, also eigentlich muss sich der Kunde schon vorher überlegen, welche Vorhörlänge brauche ich, ja, ja, um das irgendwie einzutüten. Das kann man ja vorher abmessen, ja, also anhand der Daten, die man erfasst, da gibt es ja auch Programme für, die das machen. Aber wie genau sind die, also wie genau ist es, ja? Hast du jetzt einen 100er oder einen 110er und dann hast du natürlich ein Problem, wenn du eigentlich einen 100er möchtest, aber einen 100er, 110er drauf hast, dann muss der Bikefitter ran. Ja? Aber klar. Ja, und du hast mal 5-6 Schleifen für das Rad gerade hingelegt, ne? Also das finde ich ist dann schon komisch. Die Möglichkeiten sind eingeschränkter, definitiv, ja. 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 Also, okay. Ich weiß nicht, wie gut der Zugewinn ist, aerodynamisch, und der Verlust biomechanisch, ja, könnte man mal eine Studie zu auflegen. Mhm. Aber am Ende des Tages, vor allem, wenn wir in den Aero-Bereich reingehen, ich spreche jetzt mal vom Zeitverrat, da muss man immer so eine Kompromisslösung angehen. Ja, ich werde nicht in der optimal aerodynamischen Position, meistens nicht, die beste Biomechanik erfahren. Mhm. Da muss ich dann einen Kompromiss finden. Ja. Noch eine Frage von meiner Seite, die geht so ein bisschen in die Richtung Bunte oder Boulevard. Was war das schönste Rad, das du je in deinem Institut hattest im Rahmen eines Bikefittings? Ich bin so ein Freund von selbst gebastelten Rädern. Ja. Und ich hatte mal einen, das ist ein Münchner, ja. der heißt Van Dijk. Der lässt Rahmen bauen und der macht relativ viel im Design. Ja. Und das war echt, also das war, ich hatte gesehen, der hat sich angemeldet und da hatte ich dann die Hand gehoben und habe gesagt, das Fitting will ich machen, weil ich das habe. Nicht bei dem einen Dreckshobel da hinten. Und das war toll. Ja. Ja. Und man unterhält sich dann mit solchen Leuten, die solche Räder haben, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, ja, weil die natürlich meistens auf 20, 30 Jahre Raderfahrung zurückblicken, sich dann Chris King von vorn bis hinten ran gebastelt haben und den Bond-Schuh mit der Dimpeloptik haben und. Also man unterhält sich dann in so einem super, super Geeky-Niveau und das bringt natürlich Spaß, ja. Da freue ich mich dann auch immer, ja. Also wenn Räder kommen, die nicht so von der Stange sind, sondern einfach so besondere, und das sind auch Menschen, die sich ziemlich viel Gedanken machen um die ganzen Sachen und das bringt dann echt Spaß, ja. Also Münchner und Umland, wenn ihr ein schönes Rad habt, das mal von Björn und Team gefittet werden soll oder ihr gefittet werden sollt, dann Way to Win, eure Adresse unten in Taufkirchen. Danach könnt ihr direkt checken, was ihr auf die Kette bringt am Schäftlan. Ist nicht weit weg von euch, oder? Nö. Durchs Perlacher Forst ein bisschen. Ja. Also Strecke ist optimal, um rauszukommen, ja. Genau. Und den Link, ganz wichtig, zum Online-Bike-Fitting, den packe ich hier nochmal drunter. Unser Mann Ralf wird das Ganze auch mal ausprobieren und dann demnächst hier auf dem Blog vorstellen. Bin ich sehr gespannt. Fitte ihn nicht zu gut. er ist schon ein ganz schönes Biest. Und bin ja froh dann, dass Eschborn Frankfurt nicht stattfindet dieses Jahr. Ralf. Das können wir nachholen. Das hätte mich wahrscheinlich ins Sauerstoffzelt geschickt. Aber gut. Ja, ich von meiner Seite hätte jetzt keine Fragen mehr. Ralf, Björn, habt ihr noch Fragen? Nee, wollt ihr noch gut. was loswerden? Worte, die Welt gehört haben muss? Nee, von mir nicht. Alles gut. Geht's heute noch für euch raus aufs Rad, Ralf? Ja, wahrscheinlich schon. Natürlich. Immer. Ich habe morgen einen neuen Laufradsatz montiert, der muss ausgefahren werden. Okay. Immer pendeln. Fährst du jeden selber Tag. Auch, oder? Ich fahre nicht mehr, also nicht mehr aktiv, aber ich muss jeden Tag 50 Kilometer fahren. Tag. An der Isar entlang? Ja. Ah, okay. Immer. Ja, das ist so. Schöne Rollstrecke. Ja, ist gut. Ich muss da noch nichts mehr tun. Gehe ich am Wochenende noch zweimal joggen, dann habe ich mein Trainingspensum durch. Ja. Alles gut. Bis auf wahrscheinlich hier so bayerischen Landtag mäßig da hast du wahrscheinlich, musst du ein paar Mal ein bisschen hochfahren und so. Ja, einmal muss ich hoch, ja. Genau, ansonsten ist er wahrscheinlich recht flach, oder? Ja, brett flach, ja. Ja. Aber schön, an der Isar entlang, mochte ich auch immer sehr gerne. Gut, ich vermisse München, wenn ich drüber spreche. Ja gut, Leute, hat mir sehr viel Spaß gemacht, cooler Talk. Ich finde das Thema Bikefitting und so spannend. Und bin auch gespannt, was das Ganze beim Ralf bringt. Schaut euch nochmal den Link an vom Online-Bike-Fitting bei Way to Win.
bestimmt eine coole Sache. Und wenn ihr ein schönes Rad habt, das der Björn mal unter die Finger nehmen darf, dann ab nach Taufkirchen bei München. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Danke dir. Kanal abonnieren, Daumen hoch, Weltherrschaft und danke bis dir, zum Björn. Nächsten Video. Gerne. Bis dann. Tschüssikowski, ciao. Bis dann, jo, danke ciao, dir. Ciao, ciao. Ciao.